Guten Morgen aus Fedal. Ja, ich gucke gerade hinten aus meinen Hecktüren raus. Ich befinde mich in Fedal. Das ist so ziemlich die Mitte von dem Telemarkkanal, der von Xien nach Dahlen führt, wo man dann die Möglichkeit hat, über diese verschiedenen Schleusen im Grunde von Landesinneren bis zur Küste zu kommen mit solchen historischen Schiffen, sage ich mal. Das Ganze ist verbunden über 8 Schleusen und hat einen Höhenunterschied von 72 Metern. Nur so viel erstmal dazu. Ich werde mich jetzt aufs Rad setzen und hier ein bisschen radeln und mal schauen, ob ich vom Telemarkkanal das ein oder andere schöne Schiffchen auch sehe. Also, wenn ihr mögt, wie immer, bleibt dran, auch wenn es heute Morgen noch recht diesig ist. Oder bewölkt, könnte man eher sagen. Ich weiß nicht, ob man es erkennt, aber ich entferne mich gerade erstmal vom Ort, um hier drüben auf dieser Halbinsel gleich zu kommen. Und dort ist dieser Berg, wo ich die Nacht drüber gefahren bin, zwischen 3 und 5 Uhr irgendwann, was ein Erlebnis für sich war. Aber das seht ihr dann in diesem Roadmovie, werde ich es wahrscheinlich nennen. Ansonsten bin ich hier gerade begeistert, dass ein schöner Radweg ist, weil das ja zumindest hier Südnorwegen außerhalb nicht die Regel ist. Und so sieht in Norwegen das klassische Neubaugebiet aus. Deutlich moderner, aber immer noch schön aus Holz. Ja, da im Hintergrund hat man auch mal gesehen, wie so ein Grundgerüst aussieht. Dort. Schön, schön. Aber schöner sind natürlich die klassischen Häuser. Diese typisch roten, wie man es da vorne sieht. Und auch hier Camping und Bobila verboten. Wenn die wirklich so geflutet werden mit Wohnmobilfahrern und Campern und was auch immer, kann ich das schon verstehen, dass die überall mittlerweile Verbotsschilder hinstellen. Jetzt außerhalb der Saison ist es definitiv überall leer. Ja, hier ist ein Hinweisschild. Smastraumsluse Ok Vredal Sluse Museum. Und da fahre ich jetzt hin. Dahin. Und ich befinde mich in dem Bereich. Bevor ich jetzt gleich zur eigentlichen Schleuse und am Schleusenmuseum vorbeikomme, möchte ich euch diesen Blick erst nochmal zeigen hier. Hier ist so eine Kanu-Stelle, wo man ins Wasser kann. Ein Träumchen am Morgen. Und hier ist das Museum. Vredal Sluse Museum. Und direkt daneben die Schleusenanlage, wo ich jetzt mit euch rübergehe. Und hier wird auch nochmal schön dargestellt, wie hier sonst das Holz transportiert wurde auf dem Wasserweg. Das war ja so schwimmend. Kennt man ja eher so aus diesen altertümlichen Filmen. Finde ich aber auch eine sehr interessante Art und Weise, das einfach den Fluss runter zu stürzen. Und hier geht es jetzt auf die eigentliche Schleuse. Schön alles aus Holzbohlen. Ein Blick in die Richtung. Das ist der Schleusenbereich, auch nicht so breit, wie man meint. Und hier die andere Seite, wo das Wasser dann eingelassen wird, normalerweise. Man sieht ja auch, so leichter Zufluss ist ja durchgehend. Sind halt alte Holztore, ne? Hier hat man die Möglichkeit, mal so neben der Schleuse zu gehen, auf so einem Steg. Und da hat man dann auch einen schönen Blick auf die andere Hälfte dieser Schleuse, wo man gut erkennt, dass der See oder das Fjord daneben doch deutlich höher ist. Weil nämlich hier auch dieser Überlauf konstant stattfindet.
Jetzt geht es schön weiter über diese Holzbohlen hier, die doch recht schmal sind, finde ich. Aber deswegen steht ja auch vorne ein Schild, 0,8 Tonnen Achslast maximal. Ist ja nicht ohne Grund, dass sowas beschrieben wird. Ja, es ist 8:45. Wir saßen gerade zwei Norweger vor ihrem Haus links. Deswegen habe ich kurz morgen gesagt, falls ihr das gehört habt. Ach, hier kommt die nächste Holzbrücke. Ach Leute, ist das schön. Selbst bei diesem bewölkten Wetter. Mit den Felsen hier am Rand, die ins Wasser reichen. Und immer wieder diesen schönen Blick übers Wasser. Und hier sieht man den Zulauf dann auch nochmal neben dieser Holzbrücke, wo ich gerade drüber bin. Beziehungsweise Stahlbrücke mit Holzfahrbahn. Und das Ganze ist eine offizielle Straße hier. Darf man nicht vergessen. Man mag es nicht glauben, aber hier liegt Streusalz. Haben die schon ihre ersten Proberunden gedreht? Weil hier der Weg, der ist schon gesalzen. Gibt's ja nicht. Ist das schon mal vorab ein bisschen, damit gar nichts erst richtig anfriert hier, wenn was runterkommt? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall merkwürdig. Streusalz. Boah. Ah, das sieht wieder schick aus. Irrtum. Es ist kein Streusalz, es sind ganz kleine Steinchen, die nur so aussehen wie Streusalz vom Prinzip. Was ein herrlicher Stellplatz. Schaut euch das an. Dann muss es aber noch eine andere Zufahrt geben, weil der kommt definitiv nicht mit 0,8 Tonnen Achslast aus. Herrlich. Direkt am Golfplatz gelegen. Ja, es ist zumindest ein offizieller Parkplatz. Nicht übel. Überhaupt ist das Ganze, diese ganze Halbinsel hier, macht einen sehr schönen Eindruck. Wird noch viel gebaut, wie ihr auch selber sehen könnt. Aber zur Saison wahrscheinlich auch sehr voll hier. Ich fahre jetzt bestimmt schon eine halbe Stunde irgendwie immer wieder rund um diesen Golfplatz hier, der von der Lage aber einmalig ist. Ich würde gerne mal wissen, wie viele Bälle wohl wirklich im Wasser hier liegen. Ah, man hört einen Specht. Und sonst nichts. Aber auch so wie hier, einfach durch den Wald radeln, ist eine schöne Sache. Von den Temperaturen könnte es ein bisschen wärmer sein. 12 Grad hatten wir vorhin wieder, glaube ich. Ach, ich weiß es gar nicht mehr, weil ich mal auf das Innenthermometer gucke, mal Außenthermometer. Auf jeden Fall ist es noch frisch an den Ohren. Oh, und hier riecht es nach Kamin. Verbrennt einer Holz. Ja, kein Wunder. Hier kommt ein Sägewerk. Und da kommt gerade jemand mit einem Buschmoped aus dem Wald. Ein Buschmoped ist eine Motorsäge, für die, die es nicht wissen. Ja, der Herr vom Sägewerk sagte mir dann, hier ist das Ende. Da geht's nicht weiter. Glaube ich ihm mal. Dann radel ich jetzt weiter zu dem Dörfchen. Was auch ganz interessant gewesen wäre, in die Richtung, das ist der Ort Dahlen und da gibt es die Hexenschlucht. Die hätte ich mir sehr gerne angeschaut. Konnte ich aber nicht reinfahren, weil die Strecke von dieser Seite komplett gesperrt war. Und einmal drumherum wären mindestens 100 Kilometer gewesen, die ich extra hätte fahren müssen für ja, eine Schlucht. Das ist wirklich ein Punkt, wo man sich hinstellt und guckt. Und das wollte ich dann doch nicht, weil die Zeit hier eh
sehr knapp ist, auch wenn es 3 Wochen sind. Ich weiß, das ist schon viel Zeit, aber es gibt hier so viel zu sehen, dass ich teilweise gar nicht weiß, wie ich mich entscheiden soll. Was ich auf jeden Fall sagen wollte, ist, die Hexenschlucht hat ihren Namen daher, weil man sagt, oben von diesem Aussichtspunkt, den man da im Grunde hat, sind die Hexen früher ins Tal gestürzt und haben da halt die Höhe genutzt, um zu starten. Fand ich ganz witzig, so von der Erzählung her, deswegen hätte ich mir das gerne angeschaut. Mir fällt gerade so beim Radeln ein, das hieß die Rabenschlucht. Und die Einwohner haben es als Hexenschlucht bezeichnet, weil sie der Meinung waren, dass sie dort starten. So ist es richtig. Manchmal muss man erst was erzählen, um dann das Richtige wieder im Kopf zu haben. Naja, da drüben auf der Seite war ich ja vorhin. Jetzt geht es dann weiter in die Richtung, Richtung Fedal. Wenn man dann mal hier unten Richtung Strand kommt, sieht man was ganz Tolles. Eine schwimmende Sauna mit Außenbereich, mit Außenboiler. Ist bestimmt schön, wenn man sich da so richtig aufgeheizt hat, mitten auf dem See. Man hüpft mal eben rein. Und das Wasser hier ist ja definitiv immer frisch. Fände ich irgendwie mal eine schöne Idee, sowas zu machen. Ja, und hier geht es jetzt in den Ortskern, wie man immer so schön sagt. Direkt vor mir eine Galerie, wo gestickte Sachen ausgestellt werden. Auf der anderen Seite ein Friseur und so der ein oder andere kleine Laden, den ich euch jetzt noch zeige. Hier gibt es Inramming, was auch immer Inramming ist. Sieht erstmal nach Büchern aus. Und Keramik, Kunstutensiling, von allem so ein bisschen. Handelsgett-Café, hier gibt es auch Subs zu mieten. Also sind die üblichen Sachen, was man in so einem Touristenörtchen halt vermutet am Wasser. Was ich hier gut finde, sind die Elchschuhe aus Elchfell. Der arme Elch. Wobei, essen würde ich ihn auch gerne mal. Und so wie fast auf jedem Dorf gibt es hier auch einen Supermarkt. Und einen offiziellen Parkplatz für Wohnmobile. Nur so gute 100 Meter weiter wie da, wo ich stehe. Was ich natürlich heute Nacht nicht gesehen habe. Aber nicht dramatisch. Muss auch nicht hier in der Horde stehen. Wobei der Platz an sich sehr schön ist. Boah, rumpelt ganz schön hier. Ja, hier nochmal dieses Schild von Vredal. Und mit diesem Schildchen hört auch das Video auf. Kleiner, feiner Ort. Nett für die Durchreise. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Macht's gut, euer Markus.